Was natürlich eine riesige Täuschung ist. Das sind also tatsächlich physische Noten, die allerdings einen QR-Code haben, also auch schon wieder programmierbar sind. Also da, und die werden natürlich da in Kriegsgebieten schneller eingeführt werden können. Es gibt auch ein Papier jetzt eines Beraters der Zentralbanken, der geschrieben hat, also das ist das beste Geld für den Krieg, diese neue Krypto-Banknoten. Und jetzt auf einmal quatscht er selber so und sagt, dass Gott ihn beschützt hätte. Alles das, was Tilman vorher in den Videos gesagt hat, das ist eigentlich total krass und keinem da draußen fällt es auf und keiner redet darüber. Konnte man sehen, dass in Industriestaaten dieses Geld nicht so einfach einzuführen ist. All die ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ob das die Einführung von verzinsbarem digitalem Zentralbankgeld ist oder die Einführung von Krypto-Banknoten oder so, das sind alles so Zwischenschritte, um die Leute in dieses neue Geld reinzulocken. Wir kommen zu einem sehr, sehr wichtigen Thema und zwar das soll die nächste Eskalationsstufe werden. Einmal haben wir die Visa-Affäre und die Olympischen Spiele, wo ja allerhand merkwürdiges Zeug zelebriert worden ist. Auch da wird nach wie vor noch viel drüber gesprochen. Was war das überhaupt für eine Eröffnungsfeier? Was sollte das überhaupt, dass man dort auch gläubige Menschen mit dem letzten Abendmahl dort sehr, ja, auf die Füße tritt, sagen wir es mal so, weil ich sag mal so, im Endeffekt kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja, auch gläubige Menschen haben es verdient, dass man über sie Witze macht, natürlich klar, man sollte über alles lachen können, aber das hatte ja auch schon gar nichts mehr mit guter Satire zu tun, sofern es denn Satire hätte sein sollen, weil gute Satire ist ja da, dass man da auch drüber lachen kann. Also, ey, das ist künstlerisch gut dargestellt. Aber das war ja einfach nur pervers und bizarr. Muss man ja hier wirklich ganz offen und ehrlich sagen. Ernst Wolf hat sich zu den ganzen Sachen geäußert. Unter anderem, was auch jetzt die nächste Eskalationsstufe wird. Und das wollen wir uns doch hier zusammen mal anschauen. Los geht's. Ukrainischer Seite da signalisiert wurde, dass man möglicherweise ein paar Zugeständnisse macht. Ich denke, das ist mehr oder weniger der Sache geschuldet, dass die Ukraine im Moment keine weiteren Soldaten findet. Da sind so viele junge Leute inzwischen gestorben. Ich meine, das Äußerste kann man ganz einfach provozieren, indem man in Teheran zum Beispiel den politischen Führer der Hamas da einfach mit einer Bombe tötet. Hallo meine Lieben, heute haben wir Ernst Wolf bei uns im Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sprechen heute wieder viele aktuelle Themen an, darunter die Olympischen Spiele. Denn diese sind auch zu einem großen Kritikpunkt geworden. Wie beurteilen Sie das? Wie sehen Sie diese? Ja, zum einen ist natürlich interessant, dass da so diese Woke-Agenda da unglaublich vorangetrieben wird. Vor allen Dingen, was das Gendern da angeht. Also da passieren Dinge. Und also ganz besonders schlimm fand ich bei der Einweihungsfeier diese Verhöhnung des Kulturgutes Abendmahl, also von Leonardo da Vinci. Also das war wirklich also so grauenvoll und so primitiv und so widerwärtig. Aber die werden eben benutzt, um uns allen irgendwie zu zeigen, dass Kultur absolut keinen Wert hat und um diese komische Woke-Agenda da voranzutreiben. Ich denke mal, das ist auch nur meine persönliche Meinung. Ich gehe auch mal davon aus, dass das auch so eine Art Machtdemonstration ist, dass sie quasi uns damit auch so suggerieren wollen. Guck mal, wie mächtig wir sind. Guck mal, was wir alles machen können. Und ihr könnt nichts dagegen unternehmen, ungefähr so. Weil man muss ja hier auch ganz klar sagen, also für die meisten Leute gibt es ja keinen Gegner, der greifbar ist. Ne? Es kommt ja dazu, weil die im Hintergrund ja die Fäden ziehen, zu denen, ja, ich sag mal, Spuren zurückzuverfolgen, das ist ja relativ schwierig. Jetzt bei sowas wie zum Beispiel bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele. Wo willst du denn da die Spuren zurückverfolgen, wer das letztendlich in Auftrag gegeben hat? Das wirst du ja niemals bekommen, weil die Elite, ich kann ja mal sagen, wie die arbeitet, ist eigentlich relativ, ja, smart. Eigentlich ist es auch nicht intelligent, weil jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, wird eh dahinter kommen, wie das funktioniert. Einmal ist das so, sagen wir mal, irgendeiner aus den elitären Kreisen hat die Idee, ey komm, wir machen mal richtig perverses Zeug in der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. So, da geht derjenige hin, sag ich mal, von Familie XY, wie auch immer. Geht hin, ruft jemanden an, der die Kontakte dazu hat, um quasi jemanden ausfindig zu machen, der mitverantwortlich für die Planung der Zeremonie ist. So. Da geht der hin, gibt Geld seinem Vermittler, so, der nimmt das Geld und der Vermittler kümmert sich dann darum, einen zu finden, der mitverantwortlich für einige Sachen bei der Eröffnungszeremonie ist. So, und so ist derjenige, der am Ende oben das Geld mal gegeben hat, ja, und die machen das ja auch schlau, dass die Spuren nie verfolgen,
der ist ja schon komplett aus dem Spiel. Der hat ja nur jemanden einen Auftrag gegeben, finde mal jemanden. Und der, der den Auftrag bekommt, jemanden zu finden, hat den Auftrag, jemanden zu finden. Und der findet dann jemanden. Und der gibt dem, der gefunden worden ist, den Auftrag, mach das mal. Und damit ist auch sein Auftrag erfüllt. Und der hat dann auch nichts mehr damit zu tun. Und derjenige, der dann mitverantwortlich für die Zeremonie ist, der führt es dann aus, indem er dann irgendwelche, Performances und so weiter den Leuten da mitgibt, den Tänzern. Und der ist ja dann auch aus dem Schneider, weil letztendlich setzen es ja dann die Tänzer und so weiter um. Und das ist eine sehr geniale Kette, um quasi seine Hände in Unschuld zu waschen. Das ist sehr intelligent gelöst. Natürlich muss man aber auch sehen, dass so große Sportereignisse immer benutzt werden, um im Hintergrund andere Dinge zu entfachen. Und da muss ich sagen, also ich halte es für keinen Zufall, dass Israel den Hezbollah-Führer in Beirut und den Hamas-Führer in Teheran gerade in diesen Tagen da umgebracht haben. Also ich glaube schon, dass die da mehr oder weniger im Windschatten der Olympischen Spiele segeln, wo die meisten Leute nicht so genau hingucken und alle so fasziniert sind von den Sportereignissen. Also ich halte das für keinen Zufall. Das haben wir auch immer wieder gesehen, dass so große Sportereignisse immer dazu benutzt werden, um irgendetwas durchzubringen, wo die Leute jetzt einfach keinen Nerv dafür haben, sich darum zu bemühen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, eine große Verspottung eigentlich, die Eröffnungsfeier zumindest. Und die Organisatoren haben sich ja dafür auch entschuldigt. Würden Sie sagen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass es einfach zu viel Kritik geworden ist? Na, ganz und gar nicht. Also ich glaube, erstmal ist es eine unglaublich halbherzige Entschuldigung, die niemals den Kern der Sache getroffen hat. Aber die müssen einfach ab und zu mal auch, wenn die Kritik dann zu heftig wird, da müssen sie auch mal einen Schritt zurückgehen. Aber man kann ganz sicher sein, wenn die einen Schritt zurückgegangen sind, dann werden sie bei der nächsten Gelegenheit wieder zwei Schritte nach vorne gehen. Genau dasselbe hätte ich tatsächlich jetzt auch gesagt. Also es hat mir Ernst Wolf jetzt vorweggenommen. Also das ist alles reine Heuchelei, nur um die Leute so ein bisschen zu beruhigen, weil dieser Aufschrei der Empörung, der war natürlich riesig und zwar weltweit. Ja, wir haben auch bei den Olympischen Spielen gesehen, dass auch sehr viel, was jetzt gerade die gesamte Gender-Agenda anbelangt, dass da auch sehr viel für Kritik gesorgt hat. Würden Sie sagen, das ist eben auch einfach eine große gesellschaftliche Spaltung plus die Tatsache, dass man einfach noch weniger seine Meinung frei sagen könnte? Ja, ganz genau. Also da werden so die Probleme von Randgruppen so in die Mitte gestellt, als wenn die uns alle was angingen. Also man muss da sehr vorsichtig sein mit seiner Kritik. Also es gibt ja Menschen, die tatsächlich nicht dem einen oder dem anderen Geschlecht zugehörig sind. Und da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Ich finde, mit diesen Menschen muss man auch Verständnis haben. Aber ich habe wenig Verständnis, wenn dann jemand als mehr männliche Gene in sich hat, wenn dem dann erlaubt wird, da bei den Frauenwettkämpfen da teilzunehmen. Da muss man auf jeden Fall eine andere Lösung finden. Aber dass diese Lösung gerade gefunden wird, zeigt ganz deutlich, dass das Ziel wirklich ist, die Leute gegeneinander aufzubringen. Exakt. Und vor allen Dingen das, was da ja gerade in der Damenbox-Welt quasi zelebriert wird, ist ja so, dass Kritiker ja auch mundtot gemacht werden sollen. Weil bei Kritikern soll das ja so sein, dass wenn man sich dagegen ausspricht, dass das dann wieder heißt, ja, man sei ja ewig gestrig, man sei ja uninformiert und der Mann, also es ist ein Mann, ganz klar, sei ja angeblich eine Frau und das wäre ja angeblich ein Gendefekt und so weiter. Guck mal, ganz ehrlich, wenn es ein Gendefekt ist, sage ich euch so, wie es ist, dann tut mir das wirklich von Herzen leid, dann sage ich auch, das ist schade, weil der Mensch kann nichts dafür, wenn er so auf die Welt kommt. Aber dann muss man aber auch so ehrlich sein, aufgrund der Fairness her, dass er trotz alledem einen Vorteil hat, der Mensch. Ja, weil, ja klar, ist es ein Gendefekt, tut mir leid, aber trotzdem ist es ja ein ungewollter Vorteil. Da kann der Mensch zwar auch nichts für, keine Frage, aber da können aber auch die Gegnerinnen nichts für. Das bedeutet, in so einem Fall, wie es ja eben auch der Doktor dort gesagt hat, von dem Olympischen Komitee, der halt auf der Pressekonferenz da saß, der ja gesagt hat, dann soll es halt eine Mixing-Sportveranstaltung geben, beziehungsweise eine Mixing-Klasse, wo dann halt all diese Leute drin sind, wo die sich gegenseitig duellieren können. Ganz einfach. So hätte man das wirklich ganz fair geregelt und jede einzelne Klasse hätte ihre Koexistenz. Und voilà, man hat es gelöst. Weil das hat ja auch gerade wegen dieses Boxkampfes jetzt vor, ich glaube, einem oder zwei Tagen, hat es ja riesige Empörung gegeben. Und ich muss sagen, also diese Empörung ist gewollt. Wir sollen alle noch weiter gespalten werden, wir sollen uns noch mehr streiten, damit wir noch weniger Widerstand leisten gegen die ganze Agenda, die gegen uns geführt wird. Und gerade auch für den Feminismus war das ja auch ein riesengroßer Schlag ins Gesicht, muss man sagen, weil die Frage ist einfach, wie wird der Frauensport von morgen überhaupt aussehen, wenn es den an sich nicht mehr gibt? Ganz genau.
Ganz Und das genau. ist genau der Punkt. Und vor allem, wie sie dann das Recht gerechtfertigt haben und gesagt haben, naja, es geht ja einfach um Menschen. Vielleicht gibt es ja dann bald nur noch Wettkämpfe für Menschen und nicht mehr geschlechterspezifisch. Könnte ja auch Es sein. ist einfach diese Ablehnung der Unterschiedlichkeit von Geschlechtern. Also, ich meine, da gibt es ein paar biologische Tatsachen, die lassen sich nicht aus der Welt räumen, aber die tun so, als wenn diese Tatsachen nicht vorhanden wären. Ich meine, es ist ja schon absolut irre, wenn man sich vorstellt, dass seit dem 1. August in Deutschland jeder sein Geschlecht jedes Jahr selber bestimmen kann. Also, das ist wirklich, also, wir leben in einer offenen Psychiatrie. Absolut, so sehe ich das auch. Und das hat für mich auch nichts mehr mit Findung der eigenen Persönlichkeit zu tun, liebe Freunde. Das tut mir wirklich von Herzen leid. Also sollte es da draußen Menschen geben, die im falschen Körper geboren sind. Und das gibt es ja. Sowas gibt es wirklich. So. Das ist aber prozentual wirklich auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, ist das irgendwo im Promillebereich tatsächlich anzusiedeln. Und es hat für mich auch nichts damit zu tun, dass du jedes Jahr dein Geschlecht wechseln kannst. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee käme, wir haben jetzt fast den 8.8., also in ungefähr 45 Minuten haben wir den 8.8. So, dass ich dann hingehe und werde mein Geschlecht umändern lassen im Pass und dann kann ich am 8.8.2025 wieder hingehen und dann bin ich wieder ein Mann. What? Was soll das? So, da muss man doch mal aus reiner Logik betrachten, was das für einen Sinn ergibt, innerhalb eines Jahres sein Geschlecht wieder umzuwechseln. Also ich werde jetzt eine Frau am 8.8.24 und am 8.8.25 bin ich wieder Mann. Und 8.8.26 bin ich wieder eine Frau. What? Was ist das für ein Quatsch? Das ist doch völlig bekloppt, ist das. Da fragt gar keiner nach, was das für einen Sinn ergibt, ne? Das ist also absoluter Quatsch. Genau, auch die Rechte der Eltern, die hier auch ziemlich eingeschränkt wurden. Wenn wir kurz zu den Olympischen Spielen nochmal gehen, in der Hinsicht, dass es in Frankreich stattfindet und hier auch die Lage in Frankreich natürlich sehr auch kritisch ist, was würden Sie sagen? Wie sieht die Krisenlage in Frankreich aus? Wie brodelt es da? Wie sieht es da gesellschaftlich aus? In Frankreich brodelt es seit Wochen ganz heftig. Und zwar, wir haben ja da die Wahlen gehabt, jetzt vor 3 oder 4 Wochen. Und bei den Wahlen hat ja das Rassemblement National, also die früher Nationale Front, die haben ja 10 Millionen Stimmen bekommen, aber sind trotzdem im Parlament nicht mit dieser Mehrheit vertreten. Die nur 7 Millionen bekommen haben, sind im Parlament jetzt die Mehrheit. Und das hat natürlich eine unglaubliche Spaltung bewirkt. Und jetzt diese ganze Gender-Debatte, die wird die Spaltung noch weiter fortsetzen. Dass es gerade bei diesem Gender-Problem im Moment auch noch um eine Nordafrikanerin geht, wird natürlich in Frankreich für noch mehr Zwist sorgen, weil Frankreich ja ganz viele Nordafrikaner da in den letzten Jahren dazu bekommen hat. Und Frankreich war ja früher die größte Kolonialmacht in Nordafrika. Also das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach also von hinten her von irgendwelchen Leuten gesteuert und inszeniert werden, um auch in Frankreich also die größtmögliche soziale Unruhe zu erzeugen. Apropos inszeniert, gehen wir einen Schritt weiter. Und auch Orban sorgt ja für die Sensation schlechthin, der eben seine Friedensmission voranbringt. Und vor allem heißt es jetzt, dass er scheinbar auch erfolgreich war, weil eben ja Friedensgespräche mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Würden Sie sagen, es war erfolgreich oder wie schätzen Sie die Situation ein? Ich habe direkt wieder so Probleme damit, wenn man so Politiker wieder so versucht, so heilig zu sprechen. Ich sage jetzt nicht, dass sie das tut, aber so wie sie gerade die Orbán-Thematik anmoderiert hat, so sage ich es mal. Ah, ich weiß nicht. Ne? Also für mich, ich meine, ich will auch nicht immer so schwarzmalend daherkommen. Wirklich nicht. Ich versuche einfach nur realistisch zu sein. Wirklich. Also ich bin ja keiner, der die Apokalypse daherredet. Absolut nicht. Ich bin auch keiner, der hier, hallo, liebe Freunde, wir müssen in der Liebe bleiben und es ist alles schön und nein, so bin ich natürlich auch nicht. Ich bin halt einfach realistisch. Und ich würde es mir wünschen, dass wieder Frieden herrscht. Wir wollen ja in Europa gar keinen Krieg, aber ich halte es aktuell für absolut unrealistisch. Wirklich, meine Hoffnung ist irgendwo bei 0,01%. Ernsthaft jetzt? Da, guck mal, man muss doch nur gucken, was die Politik da gerade auffährt in Europa. Ja, alle Hebel werden auf Krieg gesetzt. Das seht ihr doch selber. Die wollen in Europa einen nächsten Krieg zelebrieren. Wie sehr da jetzt Friedensverhandlungen gemacht werden, dass dann plötzlich Frieden herrscht zwischen Russland und der Ukraine. Das ist ja genau das, was sie doch eben gar nicht wollen. Es wird ohne Ende werden Waffen gerade produziert, ja. Schweres militärisches Gerät wird gerade rangeschafft. Ja, wofür wird das wohl rangeschafft, liebe Freunde? Naja, nur im Notfall natürlich. Ja, klar. Aber das ist ja das, was die Leute da draußen nicht sehen wollen. Also sollte das passieren, dass jetzt wirklich ein Friedensvertrag unterzeichnet wird
und Russland und Ukraine ist alles wieder Frieden, sage ich euch so, wie es ist, da wäre ich sehr erstaunt, weil ich glaube, das ist das, was dermaßen unrealistisch zurzeit ist. Da ist es realistischer, dass ich morgen 10 Millionen Abonnenten habe. Das sage ich euch so, wie es ist. Absolut, das ist unrealistisch. Das wird so nicht passieren. Ich denke, Orban ist ein Mann der NATO, ist ein Mann der EU, ist aber einer, der weiß, wie man sich profiliert. Und er nutzt im Moment diese mehr oder weniger Pattsituation in den USA aus. Also die USA sind im Moment mit dem neuen Wahlkampf beschäftigt. Und da ist bei den Demokraten natürlich die Hölle los, wegen des Rückzugs von Joe Biden, wegen der Aufstellung jetzt von Kamala Harris. Und da kann Herr Orban natürlich dieses Vakuum da gut nutzen, um sich zu profilieren. Dass jetzt also auch von ukrainischer Seite da signalisiert wurde, dass man möglicherweise ein paar Zugeständnisse macht. Ich denke, das ist mehr oder weniger der Sache geschuldet, dass die Ukraine im Moment keine weiteren Soldaten findet. Da sind so viele junge Leute inzwischen gestorben oder schwer verletzt worden, dass es also schwierig ist, da Nachwuchs an die Grenze zu schicken. Und deswegen muss man da vielleicht sogar die eine oder andere Kröte dann schlucken. Aber das Ganze bedeutet nicht, dass Orban jetzt der große Friedenskämpfer geworden ist. Ganz und gar nicht. Dankeschön. Das finde ich jetzt gut, die Analyse da von Ernst Wolf. Genauso sieht's aus. Ja, also Sie meinen, die düstere Realität der Ukraine wird mehr und mehr offensichtlich. Ja klar, die Ukraine hat ja jetzt auch gerade zum 1. August, also gestern, hat die Ukraine erklärt, dass sie ihre Auslandsschulden nicht mehr weiter abtragen wird, sondern dass sie die erstmal für ein paar Monate aussetzt. Das heißt, die Ukraine ist im Grunde zahlungsunfähig. Und das nutzen die anderen Mächte natürlich aus. Die werden sich jetzt nicht das Ganze in Geld zurückzahlen lassen. Die werden noch mehr Land sich geben lassen. Die werden noch mehr Rohstoffe sich geben lassen. Die werden langfristige Verträge machen, die das Land weiter knebeln. Und das bedeutet natürlich, dass Herr Selenskyj im Moment nicht nur gegen Russland kämpft, sondern auch gegen die Leute, die ihm bisher den Rücken gestärkt haben. Der steckt also voll und ganz in einer Zwangssituation. Und diese Zwangssituation hat Herr Orban offensichtlich erkannt. Und da kann er dann eben mit seinen Vorschlägen weitermachen, wobei also Herr Orban politisch auf keinen Fall irgendwie einen Salto rückwärts gemacht hat. Es ist wirklich traurig, wenn man sieht, wie weit es eigentlich gekommen ist, das Land absolut ausverkauft, die Leute vertrieben oder dann getötet, verletzt, Familien zerstört. Also wirklich heftig und dann noch zu sagen, ja, den Krieg, den führen wir jetzt noch weiter. Ja, und man muss sich immer wieder daran erinnern, wer denn davon profitiert. Also davon profitiert die internationale Waffenindustrie und wer steht dahinter, der digital-finanzielle Komplex. Das ist immer das Gleiche. Absolut. Da brauche ich gar nichts mehr zu sagen an der Stelle. Super Typ. Ja, kann ich nur wieder sagen. Also alles, was ich mir bis jetzt von ihm angeschaut habe, mir ist bei ihm jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ne? Also da spinnt sich ja auch der ein oder andere Telegram-Kanal was zusammen von wegen Gatekeeper und so weiter. Also alles, was bis jetzt Ernst Wolf gesagt hat, würde ich auch 1:1 so sagen. Ja, also wo soll der Mann Gatekeeper sein? Er spricht doch die ganzen Sachen an, aber gut, mir geht da sowieso zurzeit ein ganz bestimmter Telegram-Kanal richtig auf die Eier. Ja, der jeden Tag schlechte Stimmung, die sind kontrolliert, die haben das extra gemacht und da und die und guck mal, das ist doch alles geplant und bla bla. Jeden Tag, ey, hörst du da was ich manchmal so denkt, ja, ist gut jetzt, alles gut, also wirklich alles gut. Klar gibt es viele Leute, die kontrolliert sind bei Telegram, natürlich gibt es da Desinformanten, natürlich ist das so, ja, gibt es sie. Es wäre ja vermessen zu glauben, dass da keiner wäre, aber jeden, egal bei was, und ja, das hier und ja, die wollen euch doch alle nur beschäftigen. Beschäftigt halten, wo man so denkt, yo, Alter, ja klar, die wollen euch alle nur beschäftigt halten, ja klar, ey, meine Güte, ey. Unfassbar, ja, es stimmt, bei diesen ganzen, sagen wir mal, QAnon-Gestalten da, hier Donald Trump ist der Messias und so weiter, ja, natürlich werden die beschäftigt, natürlich werden die ruhig gehalten, das stimmt ja auch. Hat nie einer in irgendeiner Art und Weise verneint oder was anderes behauptet, aber bei jedem Einzelnen dazu sagen, der will euch nur beschäftigt halten und da ist das und das ist doch so dumm und das ist auch so dumm, das auszusagen, weil man letztendlich doch gar nicht differenziert. Man differenziert doch dann in dem Moment gar nicht. Das heißt, du schmeißt alle in einen Sack und alle sind gleich. Also das ist dumm ist das. Das ist echt dumm. Ja, und vor allem sehen wir ja im System grundsätzlich, dass immer wieder auch diese Machtstrukturen, also zumindest das Offizielle, die Machtstrukturen sich verändern, Kriege damit dazugehören und das ist, könnte man sagen, einfach das Spiel des Systems. Ja, und dann muss man dazu sagen, dass Kriege im Moment auch noch eine Funktion erfüllen, denn Kriege sind ein unglaubliches gutes Testlabor für die künstliche Intelligenz.
Also die künstliche Intelligenz wird unter Kriegsbedingungen unglaublich vorangetrieben. Also die Gesichtserkennung, die Bewegungserkennung, dann die Einführung von digitalen Ausweisen, von digitalem Geld. Jetzt gibt es ja neuerdings dieses angebliche Krypto-Bargeld, was natürlich eine riesige Täuschung ist. Das sind also tatsächlich physische Noten, die allerdings einen QR-Code haben, also auch schon wieder programmierbar sind. Also da, und die werden natürlich da in Kriegsgebieten schneller eingeführt werden können. Es gibt auch ein Papier jetzt eines Beraters der Zentralbanken, der geschrieben hat, also das ist das beste Geld für den Krieg, diese neue Krypto-Banknoten. Also man muss sagen, also es ist eine ganz furchtbare Situation im Moment, weil diese Kriege werden aus mehreren Gründen vorangetrieben. Also man verdient viel Geld damit, aber man bereitet auch eine Diktatur über die künstliche Intelligenz vor, die wirklich erschreckend ist. Es ist auch bemerkenswert, dass sowohl die Ukraine als auch Russland die Digitalisierung absolut vorantreiben, aber zusätzlich dann alle anderen, die sich dabei auch einmischen, also wie zum Beispiel Deutschland, und dann sagen, ja, wegen der Cyberattacken, die jetzt drohen vom Feind, also machen wir das auch. Ja, das tatsächlich, ja. Ja, und das auch, was er über die künstliche Intelligenz gerade gesagt hat, ja, da war ich ja selber vor, da habe ich ja auch schon öfters was drüber gesagt, ja, man muss es wieder so aus zwei Perspektiven betrachten, ja, die künstliche Intelligenz, die kann dir Arbeit abnehmen, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber wir reden ja hier von so künstlichen Intelligenzen, die ja den Leuten verkauft werden soll als das neue Lexikon. Da müsst ihr vorsichtig sein. Hier ChatGPT zum Beispiel. Ja, und da sage ich immer ganz klar, seid vorsichtig, dass ihr nicht in eine Falle tappt. Weil das ist genauso, wie wenn du bei Google nach diversen Sachen suchst und dir das extra nicht angezeigt wird, weil es quasi so zensiert wird. Wenn du nach manchen Sachen suchst, wie zum Beispiel, wie kann man das jetzt ausdrücken, du suchst nach Zaubertrankschäden. Wie sind da denn wirklich so die Aufrufzahlen? Wie viele Leute geben das ein, dass Google das so gut wie möglich versteckt, dass du das nicht findest? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und das ist nichts anderes wie bei ChatGPT. ChatGPT sagt dir nicht die Wahrheit. Das ist ja das Geile dabei. Klar, die sagt dir in manchen Dingen die Wahrheit. Wahrheiten, wo man sich, ja, welche Farbe hat das Wasser? Welche Farbe hat das Gras als Beispiel? Dass ChatGPT da jetzt nicht um die Ecke kommt und dir sagt, dass das Gras rosa ist, sollte da draußen jedem klar sein. Aber wenn es da wirklich mal um stichhaltige Beweise geht, alleine aus dem logischen Denken heraus, wenn du dann ChatGPT fragst, ja, dass diese Genspritzen aus den letzten 4 Jahren, dass die unglaublich gefährlich für Menschen sind und so weiter, da sagt dir ChatGPT, nein, 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 das muss man nicht aus dieser Perspektive betrachten, weil bla 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 bla, und dann will ChatGPT das so umdrehen, dass es doch alles gut ist und dass du unbedingt diese Spritzen in Anspruch nehmen sollst. So ist ChatGPT und das ist ja klar, von wem das kommt, damit die Leute immer blöder werden im Denken. Die wollen nicht selber recherchieren, ach komm, ich frag ChatGPT. Er geht zu ChatGPT und lassen sich dann irgendeinen Firlefanz da erzählen. Also ihr wisst, glaube ich, worauf ich jetzt gerade hinaus will. Und das ist brandgefährlich. Aber es gibt natürlich aber auch nützliche Tools, die deinen Alltag natürlich auch ein bisschen erleichtern können. Das gibt es natürlich auch, ne? Also man muss es wieder differenziert betrachten. Man muss hier genau wissen, wo sind die Fallen und was ist wirklich nur ein nützliches Tool für mich. Da muss man schon auch differenzieren können. Das ist irre. Also jeder hat dann seine Rechtfertigung. Wenn wir noch ganz kurz bei Orban bleiben, denn Orban nannte erst kürzlich den Nord Stream-Täter. Und das war ja auch dann sozusagen in aller Munde. Wie schätzen Sie diese Nord Stream-Thematik ein, die immer noch nicht aufgeklärt ist? Na, ich meine, das liegt ja eigentlich auf der Hand, wer das gemacht hat. Also ich glaube, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Man muss immer fragen, wem nützt es? Wem nützt etwas? Und wir wissen genau, wem das genützt hat. Also dadurch ist Deutschland von amerikanischer Seite auch unglaublich auf starke Weise unter Druck gesetzt worden. Also Deutschland ist sowieso nichts anderes als eine Kolonie der USA. Aber Deutschland hat dadurch einen solchen Schlag versetzt bekommen, dass man mit über die Agenda der Grünen die Wirtschaft dann wirklich nochmal vor allen Dingen den Mittelstand total an die Wand gefahren hat bei uns. Das hat ja alles mit dieser Energiekrise und mit der Sprengung der Nord Stream Pipeline zu tun. Also das war alles meiner Meinung nach. Aber dass Herr Orban das jetzt im Moment sagt, das ist für mich also darauf zurückzuführen, dass die Amerikaner kaum darauf reagieren, weil die Amerikaner so mit sich selbst beschäftigt sind. Sie haben zuvor die Lage um Israel angesprochen und diese spitzt sich ja zu. Was haben Sie hierfür für die Zukunft zu befürchten? Ich denke, da habe ich überhaupt gar kein gutes Gefühl, was das Ganze angeht. Ich habe gerade eine amerikanische Schlagzeile gelesen, dass das Pentagon damit rechnet, dass Iran in den nächsten Tagen einen großen Angriff auf Israel starten wird. Aber auch in dem Konflikt muss man sehen, dieser Konflikt hat nicht begonnen mit dem Angriff der Hisbollah auf die israelischen Kinder da
im Gebiet der Golanhöhen. Man darf da nicht vergessen, die Golanhöhen, die gehören ja eigentlich zu Syrien. Und da ist syrisches Staatsgebiet angegriffen worden, was von Israel okkupiert worden ist. Israel nimmt das dann als Vorwand, um da wieder einen Gegenschlag zu starten und beschwert sich jetzt und meint, das müsste sich verteidigen und verteidigt sich, indem es in anderen Ländern die Führer anderer Organisationen von anderen Ländern dann umbringen lässt. Ja, um kurz auf den Konflikt auch nochmal drauf einzugehen, ich denke mal, dass das höchstwahrscheinlich auch so der Todesstoß für jeden QAnon-Verfechter wäre, weil wer da dann allen Ernstes noch glaubt, dass das alles Zufall ist, ja, und nicht, sage ich mal, von langer Hand geplant, so nenne ich das, der hat die komplette Kontrolle über sein Leben verloren, alleine. Wenn man, und da kann ich nur wieder Tillmann absolut meinen Respekt zollen, was der da im Vorfeld alles rausgekramt hat. Ernsthaft, Leute, ich will jetzt hier nicht wieder so den Tillmann-Knechtel-Fanclub aufmachen, aber es ist halt einfach so, weil, guck mal, wenn jemand besonders gute Arbeit leistet, dann kann ich halt nicht anders, als die ganze Zeit das zu loben. So, und was er halt verbracht hat, das ist halt schon so eine krasse Hausnummer. Er hat Dinge schon lange in seinen Videos vorher gesagt, die gerade alle eintreffen. Das ist ja das Krasse dabei. Klar, der wird natürlich immer regelmäßig von YouTube gelöscht. So kann man das quasi dann nicht nachweisen, weil die meisten Leute ja scheinbar immer nur auf YouTube gucken. Aber auf anderen Plattformen ist das ja alles online und nach wie vor online. Und es ist so unglaublich, wie das wirklich wie so ein Drehbuch abgespult wird. Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Ich habe ja immer gesagt, es läuft alles nach Drehbuch. Und das ist ja auch immer den Menschen, denen ich immer so gesagt habe, die immer so mit irgendwelchen biblischen Vergleichen kamen. Da habe ich immer gesagt, ja, hast du denn mal darüber nachgedacht, dass das einfach nur nachgespielt wird? Dass das nichts damit zu tun hat, dass das jetzt einfach so eintrifft, weil das eintreffen muss vom übergeordneten Schicksal her, weil das vorbestimmt ist, weil darüber nachgedacht, dass es eine Art Drehbuch ist, woran sich die Eliten halten und die das dann einfach eintreffen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Die lassen es eintreffen. Da wollen die Leute nicht drüber nachdenken, weil dann geht ja vieles in den Leuten kaputt. Ja, und ihr seht es ja anhand der Donald Trump-Fanboys, alles wurde vorausgesagt, auch dass er so messianische Züge bekommt und dass der der Auserwählte ist. Und was ist jetzt nach diesem angeblichen Attentat passiert? Jetzt auf einmal ist er der Messias. Und jetzt auf einmal quatscht er selber so und sagt, dass Gott ihn beschützt hätte. Alles das, was Tillmann vorher in den Videos gesagt hat, das ist eigentlich total krass. Und keinem da draußen fällt es auf. Und keiner redet darüber. So, das ist eigentlich total krass. Ja, weil es für die meisten Leute zu komplex sind, weil die Videos von Tillmann Knechtel zu lang sind. Und sagen wir mal ehrlich, nur 3 bis 5% würde ich sagen, gucken die Videos von Tillmann überhaupt zu Ende. Der Rest guckt nur mal rein. Das alles schon fast bis ins kleinste Detail vorausgesagt worden. Also zumindest die Hauptsachen. Richtig heftig. Und auch das, was sich da jetzt anbahnt zwischen Iran und Israel, ist auch vorausgesagt, dass es da einen Disput gibt. Und das ist einfach das, was gerade eintrifft. Oder kurz davor ist einzutreffen. Man muss fair bleiben. Und da hätten wir auch die Kriegskarte, die gespielt wird. Während die ganzen Leute gerade wieder abgelenkt sind und sich darüber Gedanken machen, ob es eine nächste Gesundheitskrise gibt. Während die auf der anderen Seite gerade alle Hebel in Bewegung setzen, dass es Krieg gibt. Und das finde ich erstaunlich, dass das so wenige aus der vermeintlichen Aufklärerbewegung peilen. Klar peilen das da einige, aber nicht alle. Alle sind vollkommen, ich weiß nicht, was da los ist. Die sind da irgendwie damit beschäftigt, sich halt auf andere Dinge zu stürzen. Das ist wirklich das bedenklich. Wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. Also das ist schon so, dass da unglaublich daran gearbeitet wird, diesen Konflikt zu eskalieren. Und ich muss sagen, also wir stehen wirklich an der Schwelle zu einem Flächenbrand da im Nahen Osten. Und das kann natürlich auch der Anfang des Dritten Weltkrieges sein. Wie denken Sie, würde dann die EU oder Deutschland daraufhin reagieren? Also zwischen Ukraine und Russland haben wir ja gesehen, dass da eine große Einmischung stattfindet. Was denken Sie, könnte in dem anderen Fall passieren? Also die USA haben ja schon gesagt, dass sie auf jeden Fall auf Israels Seite stehen. Die USA treiben da auch immer ein doppeltes Spiel. Die sagen öffentlich jetzt immer, also man müsste deeskalieren. Aber wenn es jetzt zum Äußersten kommt, dann stehen sie auf der Seite Israels. Ich meine, das Äußerste kann man ganz einfach provozieren, indem man in Teheran zum Beispiel den politischen Führer der Hamas da einfach mit einer Bombe tötet, die schon seit 2 Monaten bei ihm im Zimmer liegt. Also und dann auch noch die Revolutionsgarden da so vorführt. Also da schafft man den Vorwand selber. Aber die USA haben ganz klar und deutlich gesagt, also wir stehen hinter Israel und wir wissen genau, dass die EU auch hinter Israel steht. Es ist im Moment so das Bekenntnis, das von den Politikern verlangt wird, vom digital-finanziellen Komplex. Also das Bekenntnis zu Israel ist das Bekenntnis zu den Mächten, die uns alle steuern. Oh, ho, 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 Herr Wolf, ja,
Eieiei, gut, dass sie das nur so im Zwischensatz gerade haben fallen lassen, was scheinbar auch selbst Chrissy Rieger gerade nicht richtig gehört hat, weil die sich schon auf ihre nächste Frage konzentriert hat, ja, und nicht mehr richtig zugehört hat am Ende. Dann sieht man, wer uns alles so steuert. Das hab nicht ich gesagt, ja, für alle Leute gerade aus dem YouTube-Zensurenteam, ne, das hab nicht ich gesagt, ich hab nur zitiert, obwohl wir nichts gesagt haben, dass da die Leute sitzen, die alles steuern und kontrollieren, das lassen wir jetzt mal so stehen. Das würde ich ja natürlich niemals behaupten an der Stelle, niemals, so würde ich ja niemals denken. Natürlich auf der Seite von den USA und auf der Seite eben von Israel. Zu 100%. Apropos Außenpolitik, wie sehen Sie die Visa-Affäre von Baerbock? Hier wird ja auch sehr viel spekuliert. Können Sie sich vorstellen, dass kriminelle Menschen wirklich vorsätzlich ins Land gebracht werden, um eben die gesellschaftliche Spaltung auch voranzutreiben? Nein, niemals, niemals. Das würde ich doch niemals der Politik zutrauen, niemals. Gerade auch nicht jetzt aus den letzten 4 Jahren, was da so für Zaubertränke verteilt wurden. Würde ich niemals denken, dass sowas extra gemacht wird, dass man hier Menschen hinschleust, die ganz andere Gedanken haben. So, und nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, also ich will es nochmal hier sagen, damit das hier auch jedem klar wird. Hier kommen nur Ingenieure, Raumfahrtexperten, ja, Architekten, Professoren und andere akademische, hochgebildete Leute hin. Ja, also auf gar keinen Fall. Ja, auf gar keinen Fall. Ich habe auch noch Chemiker vergessen. Chemiker sind auch hier in dem Land natürlich gerne gesehen, die gerne auch hier hingeliefert werden. Sieht man ja auch in dem einen oder anderen Park, da sind auch immer die Chemiker unterwegs, ja, die dort auch die ein oder anderen chemischen Substanzen an den Mann bringen. In Laboren natürlich, wo sie dann mit weißen Kitteln rumlaufen und dort an vielerlei Sachen forschen. Und also wie gesagt, da habe ich absolut keinen Zweifel dran, dass das nicht so ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch Geheimdienste wirklich das Ganze fördern und dass man da auch hier denen, die schon bereits im Land sind, dass man da auch ein bisschen nachhilft. Weil ich meine, die Anzahl von Messerattacken, die ist so unglaublich in die Höhe gegangen. Wir sehen aber nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel jetzt in England, dass immer wieder Einwanderer auch der zweiten Generation plötzlich zum Messer greifen. Also was in den letzten 15, 20 Jahren selten der Fall gewesen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch mal mit Drogen nachhilft oder Leute, die psychisch instabil sind, einfach mal so reizt, dass die dann wirklich also völlig durchdrehen. Ich habe immer die Vermutung, dass das alles gewollt ist, dass das alles dazu dient, damit dieser Ausländerhass noch größer wird, dass man dann irgendwann politisch genau ins Gegenteil schlagen wird, dass man die Grenzen dicht machen wird, dass man also innerhalb des Landes wirklich auf die Ausländer, auf jeden Ausländer dann einschlagen wird, nur um so von den wirklichen Machthabern abzulenken. Also bisher haben wir ja gesehen, diese ganze grüne Agenda, diese Regenbogenagenda, und die funktioniert offensichtlich nicht mehr so gut und dann wird man irgendwann ins Gegenteil umschlagen. Das, was er da gerade angesprochen hat, der Ernst Wolf, das denken sich tatsächlich viele Leute so, dass so eine Art Bürgerkrieg inszeniert werden soll. Ne, und da rede ich jetzt nicht von dem McDonald's gegen Burger King Krieg. Ich möchte aber hier natürlich auch noch eine Sache ganz klar sagen, was mir jetzt wichtig ist. Ne? Weil ihr wisst, dass ich ein Mensch bin, der nichts von diesem Teile- und Herrsche-Prinzip halte. Und ich will natürlich hier ganz klar eine Sache sagen, dass ich ein Mensch bin, der stets differenziert. Ja, und ich bleibe auch mein ganzes Leben so. Ich halte von diesen ganzen Spaltergeschichten überhaupt nichts. Und ich will natürlich eine Sache sagen, dass sich die Menschen, die sich hier in dem Land perfekt integriert haben, ja, und die hier wirklich alles gegeben haben, wirklich hier sich wirklich top eingebracht haben, dass ich da natürlich meine Lanze verbrechen will. Und ich sage, dass diese Menschen nichts dafür können, was diese Leute hier für eine Schande über das Land bringen, die hier hinkommen. Ne, und sich wirklich benehmen wie die letzten Barbaren. Und da möchte ich natürlich auch nochmal sagen, dass wir auch hier differenzieren müssen und uns nicht blenden lassen, dass wir aufgrund dieser ewigen Angriffe, so nenne ich das, zu radikal werden und einfach so, ich sag mal, Freund und Feind, dass das uns nichts mehr heilig ist. Das meine ich ernst, weil das ist eine Sache, die so dermaßen verkehrt wäre, Menschen leiden zu lassen, die nichts dafür können,
Ja, und weil das wäre ja umgekehrt genauso. Wenn ich in einem Land leben würde, wo sich meine Artgenossen, nenne ich jetzt mal, absolut daneben benehmen, dann kann ich ja nichts dafür, was die machen. Ich hab mich ja integriert. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin ja nicht deren Vater. Ich bin ja nicht deren großer Bruder, der die steuert. Da kann ich ja nichts für. Und da sollten wir differenzieren und wir sollten uns auf keinen Fall in diese Misere reinlocken lassen, dass wir am Ende rot sehen und dass hier so ein sinnloser Bürgerkrieg entfacht. Und dass jetzt dann hier die große The Purge ausbricht, ja, wie in dem Film The Purge, die große Säuberung. Und das, davon distanziere ich mich auch. Und so ein Mensch bin ich nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so jemand, wer meine Familie angreift, der wird von mir, klar, der kriegt alles zurück. Aber Menschen, die mir nichts getan haben und die mir freundlich gesinnt sind, und warum soll ich denen was tun? So, was ist das denn? Das ist in meiner Lebensphilosophie nicht so. Und das, so werde ich auch niemals denken. Ich bin eiskalt in dem, was ich sage. Leute, die sich hier nicht benehmen, die Scheiße bauen, die wirklich hier wie die letzten Assis unterwegs sind, raus, definitiv, da spreche ich mich auch ganz klar für aus, weg. Die wollen ja hier nichts reißen, sie wollen ja hier nur Stunk machen, sofort aus, also ausweisen aus dem Land, sofort abschieben, fertig, aus. Aber Familien, die sich hier in die deutsche Kultur eingegliedert haben und die mit uns zusammen leben und genauso wie wir sind, da bin ich ganz anderer Meinung und da würde ich nie was so denken, dass ich sage, ja, und die auch. Nein, weil die haben da nichts mit zu tun. Da sollte man differenzieren, das ist das, was ich meine. Differenzieren, man muss differenziert betrachten. Dieses ewige Du gegen die anderen und dieses Teile und Herrsche, Gescheiße da, Geschisse, sagen wir mal so, das ist einfach, das so werde ich niemals sein, weil dann werde ich ja zu dem, den die Eliten ja wollen. Da lasse ich mich ja von den Eliten instrumentalisieren. Nee, ganz im Gegenteil, absolut nicht. Und ich hoffe, dass das auch viele Leute in diesem Land, ich sag jetzt mal, checken werden, dass wir gegeneinander ausgespielt werden. Also so wie man politisch zum Beispiel von diesen linksperonistischen Organisationen in Argentinien jetzt auf den Herrn Milei umgeschwenkt ist. Also ich denke, sowas steht bei uns auch bevor. In Griechenland haben wir es ja auch erlebt. Da war die Syriza an der Macht eine ganze Zeit lang. Dann hat die Syriza mit den Rechtsradikalen gemeinsame Sache gemacht und so praktisch genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie vorher versprochen hat. Also ich denke, wir stehen vor einer riesigen Wende. Und das hat auch damit zu tun, dass im Moment also die Finanzmärkte also unglaublich in Brand sind. Also wir haben ja heute diesen riesen Crash an den internationalen Börsen erlebt. Wir haben dann heute auch, ich glaube, fast einen neuen Höchststand beim Gold gehabt. Was ganz interessant war, ist, dass Gold dann ganz plötzlich ganz drastisch gefallen ist. Und da ist natürlich interessant die Meldung, dass Argentinien einen nicht näher bezifferten Anteil seiner Goldvorräte ins Ausland, und zwar nach England, geschaffen hat. Also es ist gut möglich, dass Argentinien die auf den Markt geworfen hat, dass das den Goldpreis ganz drastisch gesenkt hat. Und Argentinien hat das garantiert nicht aus freien Stücken gemacht. Also kein Land würde heute mit seinen Goldvorräten freiwillig rausrücken. Also da haben die Investoren und die Gläubiger offensichtlich Druck auf Herrn Milei ausgeübt. Und wir wissen ja, für wen Herr Milei arbeitet, jedenfalls nicht für das argentinische Volk. Er hat ja groß da posaunt, dass er die Zentralbanken hier abschaffen wird und mit der Kettensäge. Was hat er bis jetzt gemacht? Ja, erstmal hat er einen ehemaligen Zentralbankchef zu seinem Wirtschaftsminister ernannt. Und jetzt hat er ein neues Ministerium eingeführt, also ausgerechnet der Mann, der gesagt hat, ich schaffe ganz viele Ministerien ab. Er hat ein Ministerium für Transformation eingeführt. Und wer ist der Chef dieses Ministeriums? Ein ehemaliger Zentralbankchef. Die Zentralbank selber ist völlig unbeschädigt noch, arbeitet und arbeitet heute als rechte Hand des Internationalen Währungsfonds. Also der hat das Land total und zu 100% an die USA ausverkauft. Ja. Aber ich kann mich ja noch dran erinnern, alle so, oh, da ist er wieder, das ist einer, der von den White Hats installiert worden ist, der wird zusammen mit Donald Trump Hand in Hand gehen und so weiter. So. Und er wird Argentinien retten und der wird alles anders machen. Weißt du, war auch auf dem Weltwirtschaftsforum übrigens unterwegs, ja, nochmal so. Und die Leute da hier, wie diese ganzen QAnon-Fanboys, waren da wieder, ja, das ist einer der Schachfiguren, die in Position gebracht worden sind. Ey, ganz ehrlich, meine Güte. Dass der da irgendwas ändert und jetzt der Superman ist, der da angeblich Argentinien rettet. Also sorry, die Leute da draußen, die sind so naiv und gutgläubig, ne? Das ist schon so ekelhaft, ne? Dass ich mir manchmal so denke, was fresst ihr eigentlich den ganzen Tag, dass ihr solche Gedankengänge habt und euch immer wieder aufs Neue hinters Licht führen lassen. Ihr habt,
über Jahrzehnte seht ihr das, was Politiker immer tun, ja, was sie so machen, und ihr habt immer noch Vertrauen in Politiker. Das ist wirklich heftig. Da sieht man eben, wir sprechen ja immer wieder von Hoffnungsträgern, die groß an die Glocke gehängt werden und dann am Ende verbessert sich nichts, ja, was nicht heißt, dass die Hoffnung stirbt, sondern die Hoffnung einfach auf sich selbst einfach nur beruhen kann. Man darf nicht hoffen, dass innerhalb dieses Systems wirklich noch irgendwelche Verbesserungen auftreten werden. Also dieses System ist wirklich... Milei heißt er übrigens. Es fällt mir wieder ein, wenn man ihn ausspricht. Milei. Am Ende, es bedarf wirklich ganz gewaltiger Umwälzungen. Und da gibt es ja einen Spruch von John F. Kennedy, der mal gesagt hat, also wenn wir eine friedliche Revolution nicht zulassen, dann machen wir eine gewaltsame Revolution unausweichlich. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, dass das im Moment so das Motto ist, unter dem überall gehandelt wird. Also friedlich alles verändern will man nicht, also lässt man uns drauf ankommen. Und dann wird man sehen, was dabei passiert. Sie haben von einem internationalen Crash an den Märkten gesprochen. Was denken Sie, wie läuft das jetzt in Zukunft ab? Also warum passiert sowas immer wieder? Ja, das passiert, weil die Aktienmärkte zum Beispiel völlig überhitzt gewesen sind. Wir haben da ja schon gewaltige Einbrüche in den letzten Wochen erlebt, gerade im Tech-Bereich, der ist ja der wichtigste Bereich. Also die großen Tech-Unternehmen, Nvidia zum Beispiel, hat innerhalb von ganz kurzer Zeit plötzlich 700 Milliarden an Börsenwert verloren. Die waren allerdings vorher auch also unglaublich durch die Decke gegangen. Aber jetzt ist ganz interessant im Moment, dass in der Immobilienkrise sich einiges tut in den USA und dass sich heute gerade an den Anleihenmärkten da einiges getan hat. Also die Renditekurve für US-Anleihen ist inzwischen auf einem Wert. Um den wieder auf den alten Wert zu bringen, müsste die Federal Reserve 6-mal hintereinander die Zinsen um 0,25% senken. Und das wird sie ganz garantiert nicht machen, weil nämlich die gegenwärtige Situation die ganzen kleinen Banken in Schwierigkeiten bringt. Und genau das ist gewollt. Also in meinen Augen ist es ja alles das, was die Fed im Moment macht, ist, dass sie versucht, die kleinen Banken so in so großer Zahl wie möglich den großen Banken in die Arme zu treiben, damit das Bankensystem auf das neue Geldsystem vorbereitet werden kann. Ja, das mag so sein. Ne? Da kenne ich mich leider zu wenig aus, um dagegen zu argumentieren. Aber was ja aufgefallen ist, ist, nach dem Börsencrash irgendwie ein oder zwei Tage später alles wieder normal war, wo man sich dann auch so denkt, wie geht das? Wie geht sowas? Also wir haben Börsencrash und ein, zwei Tage später beruhigt sich das dann einfach wieder. So, wo man so denkt, so, hä? Aber da erzähle ich dann nur unqualifiziertes Zeug, da kenne ich mich einfach zu wenig mit aus. Also muss ich ehrlich gesagt sagen, mit der Börse habe ich mich leider zu wenig auseinandergesetzt, weil ich da auch vieles für zu gefaked halte. Interessant am Immobilienmarkt, da gab es gestern eine Meldung. Die UBS hat gestern eine Immobilie in New York City verkauft, und zwar für 8 Millionen Dollar. Die war vor einigen Jahren noch 360 Millionen Dollar wert. Also dass eine Großbank ein Objekt für so einen Prozentsatz, also das sind ungefähr 2,5% des damaligen Wertes, für den Wert verscherbelt, das zeigt, dass da wirklich die Alarmsignale alle auf Rot geschaltet sind im Moment. Es heißt ja auch in Deutschland immer wieder, man spricht von einem Haushaltsloch zum anderen. Man spricht von ganz vielen Pleiten, vielleicht sogar einer Insolvenzwelle. Und wenn ich mir anschaue, dass McDonald's nicht mal wirklich irgendwie ihre Umsätze halten kann und schauen muss, wie sie jetzt irgendwie da noch Gewinne eintreiben. Also nicht, dass sie keine Gewinne machen, aber dass es eben nicht weiter wächst und wächst. Und da denke ich mir einfach, was geschieht jetzt gerade? Kommt jetzt eine Pleitewelle? Die Pleitewelle, die haben wir ja schon. Also wir haben jetzt gerade wieder mehrere mittelständische Unternehmen, die da aufgegeben haben. Ein großer Autozulieferer, dann Modehäuser und alles Mögliche, was da in Schwierigkeiten ist. Und das wird auch nicht weniger werden. Aber dass jetzt gerade das Haushaltsloch beschworen wird, das hat einen ganz anderen Grund. Man will die Leute darauf vorbereiten, dass man weitere Austeritätsmaßnahmen ergreift. Also es ist natürlich klar, also die Leute müssen jetzt sparen. Also entweder die Regierung hat zwei Möglichkeiten. Die kann entweder neues Geld aufnehmen, also neues Geld über die Zentralbank drucken lassen, oder sie kann die Steuern erhöhen. Und ich bin ganz sicher, dass sie den zweiten Weg jetzt mal wieder einschlagen. Und darauf muss man die Leute vorbereiten. Und die bereitet man jedes Mal immer darauf vor, indem man über das Haushaltsloch jammert, was ja leider alle Parteien betrifft, sodass alle Parteien also irgendwo suchen müssen, wo man dann sparen kann. Ja, aber diese Parteien haben keine Hemmung, also im letzten Jahr jedenfalls keine Hemmung gehabt, der Bundeswehr ganz schnell mal 100 Milliarden zuzugestehen. Also das ist wirklich völlig absurd, was da passiert. Ja, und dann kommen die wieder mit Steuererhöhungen, und wer muss es dann wieder blechen? Der Steuerzahler, sage ich euch ganz ehrlich, die können mich mal. Und ich sage euch so, wie es ist, ich werde mich informieren müssen in den nächsten Wochen. Ich will da jetzt auch nicht immer die ganze Zeit von reden, aber ich sage euch so, wie es ist. Ich kann das einfach alles nicht mehr mittragen, weil ich ja auch ein Teil dann des Ganzen bin. Weil klar, ich kann jetzt nicht aufhören, Steuern zu zahlen. Wenn das so einfach wäre, Junge, das wäre schon schön. Aber ihr wisst ja, wie die drauf sind. Die jagen einen ja. Ich sag euch so, wie es ist. Ich muss mich mal jetzt in den nächsten Tagen unterhalten, was es da für Optionen gibt. Und ich bin dann ganz ehrlich, dann werde ich die Reißleine ziehen und sagen, komm, wisst ihr was, ey, macht eure Kacke alleine und adios, amigos. Bei den Kleinen muss man dann wieder sparen. Gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo es einfach zu viele Schulden geworden sind?
Also der Zeitpunkt ist längst erreicht. Also die Schulden, die in der Welt im Moment existieren, die werden nie, nie, nie zurückgezahlt. Also die USA verschulden sich im Moment mit 2,6 Milliarden pro Tag. Also das ist so irrsinnig, also das kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Die Verschuldung, die hat übrigens auch Herr Trump weiter vorangetrieben, weil viele Trump-Anhänger ja meinen, dass er der große Heilsbringer ist. Also Trump hat genauso viel Schulden aufgenommen in seiner Amtszeit wie sein Vorgänger Barack Obama. Also da nur mal zur Klarstellung, dass Herr Trump da auch gerade im Wirtschaftsbereich also nicht der große Heilsbringer ist. Ja, gut, dass er das gesagt hat, aber das interessiert ja die ganzen Donald-Fanboys nicht. Im Grunde kann man jetzt sagen, oder viele sagen, na ja, das sind ja nur Zahlen, ja, also können die auch verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Was passiert aber, wenn es einfach zu viel wird? Naja, das ist ganz einfach. Also wenn dann die Druckerpresse wieder im übertragenen Sinne angeschmissen werden wird, dann wird das Geld, also die Geldmenge nochmal ausgeweitet und dann wird natürlich die Inflation wieder ganz stark einsetzen. Also jetzt im Moment ist ja ein bisschen Ruhe. Die Ruhe hängt allerdings auch damit zusammen, dass viele Leute im Moment Angst haben vor der Zukunft und deswegen sehr zurückhaltend sind beim Ausgeben von Geld. Aber wir sehen jetzt aber auch gerade im Produktionsbereich große Einbrüche. Also die Firmen stellen sich darauf ein. Also das sieht alles nicht gut aus. Aber wenn man dann eben die Geldmenge dann also völlig außer Kontrolle geraten lässt, dann haben wir dann irgendeine Hyperinflation und dann wird unser Geldsystem explodieren oder implodieren, besser gesagt. Aber vielleicht ist das auch gewollt. Vielleicht ist man mit dem digitalen Zentralbankgeld inzwischen so weit vorangeschritten, dass man das genau beabsichtigt, vielleicht in diesem Herbst, vielleicht im nächsten Frühjahr und dann mit dem neuen Geld aufwartet. Würde ja gut passen, weil die ganzen Firmenzusammenbrüche, die Insolvenzen führen dazu, dass es auch sehr viele Arbeitslose gibt und dann kann man das neue Geld eben als Wohltat für die Arbeitslosen deklarieren. Wenn das neue Geldsystem kommt, beziehungsweise es kommt, es ist ja eigentlich gar keine Frage mehr, dann sagt man ja, okay, dann muss ich das ja auch genauso akzeptieren. Was gibt es für eine Möglichkeit, wie man entgegenwirken kann? Ja, da muss man das akzeptieren, ist auch wieder so richtig unterwürfisches Gequatsche meiner Meinung nach. Wir müssen gar nichts akzeptieren, aber das verstehen die Menschen da draußen ja nicht. Wir müssen gar nichts akzeptieren. Das Problem ist wieder nur, dass die meisten Menschen da draußen der Meinung sind, man müsste es akzeptieren und sie letztendlich uns leider ja ein Klotz am Bein sind. Und das ist das Problem, denn wir könnten nämlich einfach eiskalt sagen, wir akzeptieren gar nichts mehr. Und wir gehen zurück in alte Zeiten und sagen uns dann, ja gut, dann versuchen wir uns halt autark selbst was aufzubauen, aber da ist heutzutage eh keiner mehr in der Lage für. Ich auch nicht. Kenne mich auch mit vielen. Ich weiß auch nicht, wie man Sachen anbaut, wie man das ordnungsgemäß anbaut, dass da auch was draus wird. Aber das wäre dann quasi auch ein Ausweg. Klar, das wären viele Schritte zurück, auch von der Entwicklung her. Ich will auch nicht auf die ganzen Sachen verzichten. Ich habe auch keinen Bock auf Internet und so zu verzichten, sage ich euch so, wie es ist. Aber im Falle der Fälle, um einigermaßen in Freiheit leben zu können, sage ich, würde ich auch diesen Weg wählen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was Ernst Wolf jetzt am Ende sagt. Also, sie hat gerade gefragt, wie kann man sich dagegen wehren? Mal schauen, was er sagt. Ich glaube, also man wird sich dem nicht ganz entziehen können, aber die Ablehnung des neuen Systems wird so groß sein, dass ganz sicher Parallelgesellschaften entstehen werden. Ich bin ganz sicher, dass es sehr viele Tauschbörsen dann geben wird, wo die Leute dann versuchen werden, das Geld zu umgehen. Und ich bin auch ganz sicher, dass das alte Geld, also Silber, im Alltag dann wieder eine große Rolle spielen wird. Weil die Leute werden das so, wie es in Nigeria gelaufen ist jetzt, konnte man sehen, dass in Industriestaaten dieses Geld nicht so einfach einzuführen ist. Alle die ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, ob das die Einführung von verzinsbarem digitalem Zentralbankgeld ist oder die Einführung von Krypto-Banknoten oder so. Das sind alles so Zwischenschritte, um die Leute in dieses neue Geld reinzulocken. Aber ein großer Teil der Leute wird dieses Geld nicht akzeptieren, weil er ganz schnell merken wird, das ist die absolute totale Versklavung über den Finanzsektor. Und deswegen bin ich ganz, ganz sicher, dass wir vor einer riesigen Umwälzung stehen und dass in dieser Umwälzung also die Parallelgesellschaften eine ganz große Rolle spielen werden. Ja, Herr Wolf, ob Sie da nicht ein bisschen zu optimistisch sind, also Ihr Wort in Gottes Ohr, wie man so schön sagt, ne? Ich sag ja auch, ich hoffe, dass die meisten es verstehen und das ist ja das, was ich mit autark meinte, dass man quasi sich von dem System abkapselt und dass es Gesellschaften gibt, die untereinander halt ja ihr Leben leben. Aber ja, ob das dann mit diesen Schlafschafen da draußen auch wirklich möglich ist. Aber noch ist ja nichts passiert. Es kann jetzt auch alles wieder nur eine zu große Panikmache sein. Wir werden sehen, was in den nächsten Monaten passiert. Schauen wir mal. Mal schauen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und wir sehen uns natürlich beim nächsten Gespräch. Beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Genau. So sieht es aus. Das war Ernst Wolf mit der nächsten Eskalation. Natürlich muss man hier wieder fairerweise am Ende des Tages sagen, wir wissen natürlich nicht, was kommt, ne? Es kann auch alles wieder ganz anders werden. Aber wichtig ist immer, bereite dich auf das Schlimmste vor.
dann kommt es anders, dann bist du froh, als wenn du zu blauäugig da in diese Krise gehst und denkst, ach, wird schon alles werden und dann am Ende bleibst du auf der Strecke. Das ist nämlich immer meine Devise. Ja, ich bin selber so eingestellt, aber das soll jeder für sich selber entscheiden. Ja, jetzt seid ihr wieder gefragt, was sagt ihr zu der ganzen Sache gerade aktuell, zu diesem merkwürdigen Börsencrash? Könnt ihr mir auch mal unten in die Kommentarfunktion schreiben. Geht auch bitte auf das Video, auf das Originalvideo, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.